willkommen zu Private Banking. Heute Redakteurin im Studio ist Andrea Müsse. Hallo und einen schönen guten Morgen. Unser Schwerpunktthema. Wie jeden Freitag setzen wir auch heute unsere Serie Best Practice, erfolgreiche Beispiele von Akquisition fort. Diesmal aus Würzburg. Mehr dazu später. Der Handel an der Wall Street war gestern zäh. Am Ende legten Dow und Nasdaq aber doch zu. Die europäischen Börsen schlossen leicht im Minus. Der DAX konnte sich in den letzten Handelstagen zwar weiterhin stabilisieren, aber eine grundsätzliche Verbesserung steht immer noch aus. Zugeschaltet ist jetzt Uwe Wagner, technischer Analyst der Deutschen Bank. Guten Morgen, Herr Wagner. Schönen guten Morgen. Woher kann denn jetzt noch ein Bewegungsimpuls kommen? Nun, also das Problem, was wir momentan haben, ist, dass nicht nur die europäischen Börsen sich auszeichnen durch eine geringe Schwankungsintensität, sondern wenn wir rüber auf den amerikanischen Kontinent sehen, dann stellen wir fest, dass auch dort die eigentlichen Börsen doch eher sich lethargisch verhalten. Vielen Dank, Herr Wagner, für diese Einschätzung. Also warten wir ab, was in den USA passiert.